müsst euch jetzt vorstellen, da müssen dann die Bürger drüber. Die stürmen dann hier alle rein, so. Wird geöffnet, uah. Und dann schubsen sie sich hier alle so gegenseitig hier wieder runter. Ja, oder so ähnlich. Das sind jetzt die Türme mit der Brücke. Und dabei habe ich mich auch klassisch an meinen Stil gehalten. Das heißt, kann ich euch auch nochmal zeigen. Vielleicht bringt euch das irgendwie was. Ja, also man hat einen Rahmen für das Fenster. Und in diesem Rahmen ist das eigentliche Fenster. Und das Fenster grenzt sich ab von dem durch farbliche Unterschiede zum Beispiel. Hier oben die Baumstämme als Strebewerk. Und dahinter den Stein, der das Fenster begrenzt. So Sachen mache ich dann hier. So. Hier kann man noch ein bisschen den Weg gestalten. Und so. Das sollen dann eigentlich auch Häuser drauf hier so. Muss ich aber nochmal gucken, wie ich das mache. Jedenfalls haben wir hier schon mal zwei Türme. Das ist doch schon mal ganz gut. Ordentlich. Yeah. Und jetzt klopfen wir hier ein bisschen den Stein ab. Hier kommt auf jeden Fall dann als nächstes ein großes Eingangsportal hin. Es wird ungefähr so aussehen wie dieses hier. Nur, dass das natürlich noch weiter nach unten geht. Das heißt, da unten ist mehr Fundament. Das heißt, da werden solche Fenster sein, hier. Ich dachte an dieses System. Und ja, und hier fehlt immer noch der Pfeiler. Auch deswegen muss der Fluss breit sein, damit da unten überhaupt... Naja, da kommt ja jetzt der Pfeiler hin. Kann ich auch schon mal skizzieren, wie ich das immer so gern mache. So. Wird wahrscheinlich ungefähr so aussehen, der Pfeiler. Ist ja nicht so breit, oder? Außerdem kann der ja hier schmäler werden. Muss ja nicht so breit bleiben. Ja, und jetzt kann das hier so runter. Da können hier Steine dazwischen. Mache ich mal wieder Time Day. Mach das hier dazwischen zu. Ich hätte natürlich auch so machen können, zwei Brückenpfeiler hintereinander auf beiden Seiten praktisch. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit gewesen. Jetzt bin ich verwirrt. Passt doch alles. Ach ja, da ist ja das Loch. Ja, okay. Passt doch alles. Gut, und dann geht's hier so runter. Wie das genau aussehen wird, wird sich zeigen. Baue ich jetzt erstmal hier einfach nur so ganz plump dahin. Man hat einen schönen Blick oben auf die Zitadelle von hier unten. Ich dachte mir, man kann dann auch später mal vielleicht da so mit dem Boot entlang schippern. Da vielleicht hier so eine kleine Anlegestelle hier so von der Stadt aus. Ach ja. Früher habe ich einfach nur Gebäude gebaut, aber in so einer Landschaft zu bauen, da kriegt man gleich viel mehr Ideen. Es entwickelt sich so dann Stück für Stück, ganz automatisch. Ohne dass man viel macht. So. Vielleicht sollte ich davon abkommen, immer
an die Gebäude zu denken, vielleicht mehr so landschaftstechnisch auch arbeiten. So, hier unten praktisch so ein Loch, damit, falls es flutet, nicht den Pfeil umreißt, sondern so durchschwemmt. Oder so ähnlich. Vielleicht sollte aber doch lieber einfach hier noch so ein Pfeiler hin, über den das einfach so stabilisiert wird. Das Wasser soll sich ja hier nicht dran sammeln in Kammern, sondern das soll ja hier das Ganze stärken. So. Und hier auch noch. Und dann hier letzten Endes noch die Steinblöcke. Und wie immer fange ich jetzt so gegen Ende an, fange ich an aufzuhören zu reden. Super Deutsch. Ja, ich war so ganz enthusiastisch am Anfang und dann mit der Zeit legt sich das immer so ein bisschen, muss ich hier wieder mich aktivieren. Aktivieren sie ja Abwehrkräfte. Oder Kommentierkräfte oder whatever. Das ist vielleicht der Fluchtturm hier für den König. Falls er gestürzt wird, dann springt er von seiner Burg runter in den Fluss und versteckt sich hier im Turm drin oder so. Oder geht auf die Brücke und klettert hier einfach runter und taucht dann in sein unterirdisches Reich. Ach, können wir wieder so viel machen draus? So. Mir kommen die Lieder so bekannt vor. Ich muss dringend mal meine Playlist austauschen. Papa Fiat gefällt mir... ja, schon. Aber auch nicht so immens stark, als dass ich das jetzt immer hören wollte. Ich glaube, hier mache ich das eher so. So praktisch. In einer gegenläufigen Bewegung. Na, ob das so gut aussieht, weiß ich ja noch nicht, aber das lässt sich ja alles später noch verbessern. Hier der Turm. Sieht ein bisschen mehr so aus wie so eine Rakete oder so. Ist aber eigentlich nicht der beabsichtigte Effekt. Muss ich schauen, ob das gut aussieht. Kann ich jetzt gerade noch nicht so beurteilen, weil das Ganze soll ja irgendwie auch noch ein bisschen verbessert werden. Was könnte man denn da machen? Man könnte mal so Klötze einfügen. Der war hier. So ähnlich. Ich finde dieses Art Raketenantriebswerk hier unten, naja, noch suboptimal, aber das werde ich dann wohl noch verbessern. Oder eigentlich, ich kann das nicht so einfach so lassen, das ist...
ich erstmal so. Vielleicht doch nochmal so eine Art Balkon. Keine Ahnung, welche statischen Gründe das haben könnte. Könnte man hier so ein kleines Dach draufsetzen. So. Was ist das? So. Sag mal. Are you kidding me? So. Das ist jetzt mehr so Trash. Um zu gucken, ob das... Naja. Vielleicht so. Könnte hier noch so ein Klotz hin. Und dann hätten wir sowas. Haus des Turmwächters. Wenn es euch gefällt, schreibt's in die Kommentare. Nee, warte mal, das war noch nicht so gut. Schreibt's in die Kommentare, genau. Hässlich. Eigentlich gucke ich YTT gar nicht. Ich finde die Videos eigentlich... Naja, sie sind gut gemacht, kann man auf jeden Fall sagen. Und witzig sind sie eigentlich auch. Meistens. Aber ist jetzt nicht so mein Fall. Außer die Gronkh GTA Real Life und so ein Kram. Oder Skyrim Real Life, das mag ich. Weil es echt diese Bugs aus den Spielen echt gut verkörpert. Gerade GTA.